Ja, hallöchen und willkommen zurück beim Cheesy Cheechan. Wir sind in einer neuen Folge zu Let's Play Train Simulator 2015. Und zwar fahren wir heute wieder auf der Ami-Strecke Miami West Palm Beach. Und zwar mit der Dash 840 CW. Dabei das Szenario Steine befördern durch die Nacht. Mit der Beschreibung, die meisten Frachtzügen befahren die Strecke in der Nacht. Heute ist da keine Ausnahme. Bringen Sie einen vollbeladenen Steinzug von Hialeah Abstellbahnhof nach Tampa. Ich denke mal, das ist Hialeah. Ich kann es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Jedenfalls, ja. Legen wir mal los. Und zwar fahren wir im Winter um 19:40 Uhr. Bei klarem Wetter. Wie immer, eigentlich fast alles im Winter. Heute fahren wir aber nicht auf China Clay for Export. Da waren wir zweimal schon diese Woche, also letzte Woche. Ne, diese Woche. Doch, diese Woche, glaube ich. Ja, diese. Diese und letzte. Okay. Ja. Ich habe mir überlegt, ich tue mal in der nächsten Zeit mehr auf die amerikanische Strecke hinarbeiten, also dass ich mehr amerikanische Strecken und englische fahre, weil eigentlich machen die mir momentan Spaß. Relativ. Und da würde ich halt eben. Ach, ist das duster. Fahren Sie los, sobald Sie bereit sind. Sie überfahren einige Wegpunkte, an denen Ihr Fahrplan kontrollieren können. Okay. Wir lösen Bremsen, fahren vorwärts. Haben wir irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Können. Dann langsam losfahren. Licht ist an. Schauen wir uns mal an, wie lange der ist. Geht der noch? Okay. Wie gesagt, ich wollte mal schauen, dass ich dann vielleicht dann halt eben ein paar. Also mich jetzt mehr so wieder Richtung Englische und Amerikanische schaue, weil das macht mir momentan relativ Spaß, die Englischen und Amerikanische. Das muss ich sagen. Die machen mal Spaß zu fahren. Ich habe mal mich an eine Deutsche einfach blöd gefahren. Ich habe immer Deutsche gefahren und weil ich immer zeitlang gesagt habe, ich mag ja die anderen jetzt nicht so. Aber in Wirklichkeit muss ich dazu sagen, darf ich mich nicht beschweren. Ich mag die eigentlich. Also jetzt momentan, weil ich halt eben wie gesagt mich an eine Deutsche blöd gefahren habe. Ich habe mich an eine Deutsche einfach blöd gefahren. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, komm, fahren wir jetzt in Zukunft mehr Englisch und mehr Amerikanisch, dann fahre ich mich an denen wieder blöd und dann, wenn ich mich an denen blöd gefahren habe, können wir einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ja. Fahren wir jetzt halt eben uns an den Ami und englischen Strecken mal ein bisschen blöd. Ich finde das mit der. Ich finde das ein bisschen blöd. Hier scheint irgendwie die Texturing, keine Shadow Texturing für die Weichen zu geben. Wir rollen langsam, aber stetig. Kann man hier mal. Kann man hier die Tür aufmachen? Da war doch gerade was. Ich hab's genau gesehen. Da war gerade eine Hand. Da war sie doch gerade wieder, oder? Da irgendwo. Da. Ach. Ach. Kidding me. Stimmt, das Ding kann. Da habe ich schon das letzte Mal mitgespielt. Da kann ich mich dran erinnern. Damit habe ich das letzte Mal schon gespielt. Na, TT, well played. Da habe ich schon mal mitgespielt. Können natürlich jetzt auch hier das Licht ausmachen. Sehen wir zwar gar nichts und dann fahren wir stockduster dann. Es ist wirklich. Ja. Jetzt haben wir echt duster. Jetzt sehen wir echt. Jetzt sehen wir mal wieder was, aber gleich sehen wir nichts mehr. Ich mach Licht mal wieder an. Echt dunkel für 1940. Ja, aber im Winter, stimmt ja, im Winter, ja. Stimmt.
Filmt auch mal wieder. Ja, und wie immer, das Ganze auch auf dem Livestream online. Hab heute mal geschaut mit YouTube Gaming. Würde ich mir auch mal anschauen. Aber ist ja momentan deutschlandmäßig gesperrt. Darf ja in Deutschland momentan irgendwie ja nicht benutzt werden. Geh mal. Und so. Wie immer. Die GEMA will uns da nicht an YouTube Gaming irgendwie teilnehmen lassen. Aber ich muss persönlich so sagen, ich mag das sowieso irgendwie, keine Ahnung, ich mag das lieber getrennter, keine Ahnung, ich mag das relativ gern, wenn es so getrennt ist, so da für das und da für das, weil im Grunde genommen, es ist ja ein Grund da, warum es solche Seiten gibt, also warum es Streaming-Seite gibt. Die wissen auch, haben halt eben auch ihr Job im Grunde genommen, in dem was zu machen. So. Weil ich finde es das schön, dass man halt eben dann so sein eigenes halt eben, ich habe auf meinem Hitbox-Kanal andere Sache draufstehen wie auf meinem YouTube, weil da andere Sachen wichtig sind. Und das dann so, mir fehlt einfach so diese Page, die unten drunter ist, so wie beim Dings ist. Also momentan, wenn man jetzt hier auf dem Livestream ist, wie auf Twitch, Hitbox oder whatever, man scrollt runter, dann hat man da ja diese ganze Box, die Infobox und sowas fehlt mir halt eben. Und wie gesagt, ich mag das eher so getrennt, weil das eine ist das eine und das andere ist das andere. Dafür braucht man nicht eine gemeinsame Plattform, keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich einfach noch nicht so zukunftsdenkend bin. Ah, jetzt sind wir auf der Hauptstrecke. Inc. Da sieht man es nicht genau, weil es da unten irgendwie von der 55 überliegt ist. Keine Ahnung. Strange. Da war ich kurz über der Geschwindigkeitsbegrenze. Aber nur ganz kurz. Ich war wieder böse. Ich war ganz kurz über die Geschwindigkeitsbegrenze. Los geht's. Jetzt dürfen wir Gas geben, ne? Und ist da vorne was rot? Oh, jetzt muss aber da muss die Lok gerade arbeiten. Oh yeah. Wenn man richtig viel die Lok hochdreht. Dass er die Leistung rauspacken kann. Alles vom Nebengleis. Das Nebengleis, das reinkommt. Sieht man in der Nacht fast gar nicht. Ist echt so dunkel. Ich kann ja nicht mal so richtig das Screenshot von außen machen. So dunkel ist es. Jetzt mal machen am besten ein Screenshot für Thumbnail von innen. Von außen sieht man nämlich nichts.
Wo sind wir momentan? Spielanzeigen. Wir sind noch da unten. Wir donnern hier noch entlang. Oh, hier kommt uns ein verspäteter Silverstar entgegen. Näher ist da hinten noch eine gemischte Fracht. Wir wechseln da hinten wohl nachher noch das Gleis, oder? Ah ne, hier hinten teilt sich das. Uns kommt gleich echt noch ein Zug entgegen. Das könnte ein cooler Screenshot werden. Ja, das ist cool, das nehmen wir als Thumbnail. Okay, ich habe schon gedacht, der wäre rot. Ach Gott. Ich habe erst gedacht, scheiße, das ist rot. 0,05 Meilen. Oh no. Gleich schon geht er langsam runter. Jetzt sind wir im normalen Bereich angekommen. Zeitverlierer, ich kann da nicht so weit voraus sein, oder? Kann ich so weit voraus sein, dafür, dass... Ich mache ja nicht mal viel. Der Mount. Sechziger Schild. Oder auch nicht. Grünes Rückschild. Ich muss natürlich jeden wach machen. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Mission. Jeden wach zu machen, der hier schläft. Oh, hier kommt noch ein Zug entgegen. Hier kommt ein Güterzug entgegen. Ich mag das ja, wenn so ein Zug dran vorbeifährt. So, jetzt dürfen wir wieder Gas geben. What the fuck? Der Shadowbug? Okay. Interessant, interessant. Nehmen wir mal an. Ziel ist nur 17 Meilen entfernt. Na gut, 17 Meilen ist für einen Güterzug eigentlich schon eine Strecke, also zeitlich gesehen meine ich das natürlich jetzt. Man sieht ja unsere Beschleunigung, wie fast die ist. Das ist richtig gotta go fast mäßig. Das ist nochmal ein Bahnhof wohl. Und die ganze Zeit so leichte Shadowbugs aus so einer gleichen Gründe. Ist auch nicht warum. Ist es grün, oder? Dürfte grün sein. Ich hoffe, wir sind schneller als er. Njong. Das sind zwar drei Signale. Nebeneinander, untereinander, aber ist grün. Ach Gott, ist das hier dunkel?
Eieiei, ist das hier dunkel. Wenn ich Full Throttle durchfahre, dann bin ich 20 Minuten zu früh da. Vorne haben wir gelb jetzt. Ne, grün. Vorne scheint ein Zug zu sein, der uns auffällt, oder? Vor uns ein Zug? Nein, vor uns ist kein Zug. Der K, was sind wir? Der K996 Temper Steinzug. Interessant. X-Signal ist auch direkt grün. Ich verliere immer weiter Zeit, also nicht verliere, sondern ich gewinne immer mehr Zeit, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie komisch. Die erwarten wohl nicht, dass der Spieler echt mit Full Throttle hier durchdonnert. Ihr wisst doch, dass ich ein Raser bin. Gebt mir nicht die Möglichkeit zu rasen, wenn ihr es nicht wollt. Jetzt kommen, das ist noch irgendwo über rotes Signal drüber donnern. Ja, 72, da ist immer noch zu viel. Zu 54 ist zu wenig, um es zu halten, aber auch egal. Können sie ja jetzt so rollen lassen. Oh Gott, 50 ist doch zu viel. Muss ich mal kurz runterkommen lassen. Ich will erst das Signal sehen, bevor wir da jetzt wieder in die Eisen drücken. Ich mag die Kurve nicht. Ich sehe nämlich das Signal nicht. Wir fahren, es sieht immer so aus, als ob wir ins Nirgendwo fahren. Wir haben zumindest orange. Ich schätze, weil wir werden da vorne das Gleis wechseln. Wir werden das uns immer anschauen können. Ja, wir sind hier auf dem Äußersten. Und das hier ist. Hier wird zweispurig wieder. Deshalb. Aber wir haben hier schon zweispurig. Strange. Gott, gerade die Frames. Frames des Todes.
45, ah, da ist ein Bahnübergang. Hier geht's raus zum Bahnhof, okay. Stimmt, das sollte man nicht zu schnell fahren. Könnte Tode verursachen. Könnte Tode verursachen, das wollen wir ja nicht. Das ist nicht unsere Mission. Unsere Mission ist es, jeden wach zu machen an jedem Bahnübergang. Jeder, der am Bahnübergang wohnt, müssen wir wach machen. Das ist unsere Mission. Das ist unsere Mission. Steht noch ein Zug. Schön auf uns warten, dass er auch fahren darf. Aber erst dürfen wir. Erst dürfen wir. Wir haben ja schon einen fertigen Zug. Wir haben ja schon einen Steingüterzug. Eindeutig. Unsere Mission könnte aufgehen. Jeden wach zu machen, der in jedem der am Bahnübergang wohnt. Unsere Mission könnte aufgehen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu weit weg, um es sagen zu können, ob es grün ist oder nicht. Ich sehe da relativ viel Rot. Das macht mir keine Freude, so viel Rot zu sehen. Aber naja, wir wollen ja da uns jetzt nicht beschweren. Wir lassen mal den Zug kurz donnern. Wir können ja ruhig mal kurz ohne uns fahren. Welches dieser Signale gehört uns? Das rechte, würde ich mal sagen. Das ist orange und das Folgesignal interessiert uns nicht, weil das ist nicht für uns. Wow. Das hat aber gerade geruckelt. Also, der Zug hat geruckelt, ne? Das Spiel. Das Spiel ruckelt, ist ja normal. Ach Gott. Da beschwere ich mich ja schon gar nicht mehr drüber. Ich sag nur, ach Gott, die Frames sind immer wieder scheiße oder sowas. Weil ich beschwere mich schon lange nicht mehr darüber, ob das Spiel ruckelt oder nicht. Ist Alltag geworden. Warum machen sie da uns kurz 60? Das ist. Jetzt habe ich da vergessen, die Leute am Bahnübergang wach zu machen. Mist! Meine Mission, sie ist gefailt. Nein! Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich habe meine Mission verkackt. Mist! Was soll ich denn jetzt nur machen? Ich muss wieder Dota spielen gehen. Das kann ich besser. Eigentlich ja nicht. Ich bin Dota Kackboot. Aber es ist lustig. Es ist immer wieder lustig, dass. Es ist zwar nur ein Fußgängerüberweg, aber who cares? Nee, es ist halt eben lustig, dass diese Sache, wie zum Beispiel, wenn der Dota spielt, kleinste Russisch. Also, man muss schon sagen, es sind echt fast nur Russen. Ich verstehe es nicht, wie ein Spiel echt nur fast von Russen gespielt werden kann, dass die Community irgendwie gar nicht vorhanden ist von anderer Seite. Keine Ahnung. Richtig strange. Das sieht mir einfach mal vor, als ob einfach. Es gibt zwar Leute, die irgendwie Englisch das spielen und auch casten und auch, keine Ahnung, aber wenn man echt mal spielt, sind es zu 90% echt Russen, wenn man mit denen spielt, keine Ahnung. Gott, ich habe zu spät angefangen zu bremsen. Bin 5 km/h zu schnell, wenn ich reinfahre. Oh, das gibt Punktabzug. Der Bremsdruck fällt gerade nicht. Jetzt bremsen wir weiter ihn. Ah, jetzt bremst. Jetzt fällt er. Bisschen verkalkuliert an dem Punkt. Warum wir jetzt da grün haben und außer rumgeschickt wurden, das wird uns jetzt auch nicht gesagt, wa?
Da fahren wir hier ab. Kann natürlich sein, dass wir hier von der Hauptstrecke abfahren. So sieht sogar fast aus. Komm, geh, dreh runter, dreh runter, dreh runter, dreh runter. Wir sind nur abbremsen müssen, deshalb. Fahren wir hier ab? Nein, wir fahren wieder zurück aufs... Warum sind wir jetzt hier abgelenkt worden? Wie sinnlos war denn das jetzt? Warum wurden wir jetzt da kurz von der Hauptstrecke runtergenommen? Um da jetzt wieder drauf zu fahren und noch niemals rot zu haben. Kann aber sein, dass ich so früh bin, dass der Zug, der hier warten sollte, also auf den ich hätte warten sollen, noch nicht vorhanden ist. Also dass er noch nicht da ist. Das kann natürlich sein, dass ich zu fast war, weil ich bin ja, man sieht's ja, ich bin einfach viel zu schnell. Also keine Ahnung, warum ich so schnell bin, keine Ahnung. Aber ich jetzt mal daran liegt's. Oder halt eben, um Time rauszunehmen. Da hätte sie auch einfach ein Rotsignal hinknallen können. Hätte jetzt auch nicht mit mehr ausgemacht. Gut, wobei, wenn man Zeit rausnimmt, indem man fährt, ist lange nicht so langweilig, wie wenn man, wenn man mitten im Dunkeln irgendwo nirgendwo steht. Das ist auch natürlich blöd, wenn man irgendwo nirgendwo im Dunkeln steht, wenn man momentan... Wir sehen ja jetzt nicht wirklich viel. Wir sehen unsere Cockpit und wir sehen manchmal die... Wobei, das muss sagen... Also Lightning-technisch, also so lichttechnisch, ist jetzt schon nice aus, wenn man so dran vorbeifährt und so schaut. Da muss ich sagen, sieht schon nice aus. Aber wenn man so auf dem Bahnhof, wenn man in der Ferne so den Bahnhof sieht und man fährt dann so auf so einen Bahnhof drauf zu, ist schon cool. Da mag ich schon. Mag ich schon. Gut, wir dürfen wieder Gas geben. Kann ich eigentlich das kurz wegmachen, weil wir fahren, wie gesagt, wir dürfen jetzt drücken einfach aufs Gas, lassen uns die Strecke an uns vorbeiziehen, diese ganze Industrieviertel, an dem wir vorbeifahren. In einer Meile hätten wir unsere Mission, unsere nächste Mission, also nicht Mission, hier Szenario-Teil, Abteil gemacht. Wir hätten momentan noch 7 Meilen. Also nimm mal die Strecke. Nicht mehr so die mega große Strecke. Wir haben grün. Ich verstehe immer noch nicht dieses Signalsystem, dieses... Ich müsste mir das mal auf Wikipedia durchlesen, warum die 3 Signale untereinander haben. Und warum dann immer 1 grün ist, das oberste irgendwie grün oder so, keine Ahnung. Und die unten drunter immer rot, keine Ahnung. Das müsste ich mal durchlesen, was das auf sich hat. Müsste man mal machen, würde ich sagen, wa? Ich sag's immer, ich müsste machen und hab's nachher wieder vergessen. Ich gehe davon aus, dass es irgendwas mit der Weiche zu tun hat. Dass man irgendwie sagt, wenn der Abwehr ist so und so, keine Ahnung, dass das irgendwie damit zu tun hat. Dass man weiß, ob man links oder rechts weiterfährt, keine Ahnung. Und dass wenn es ganz oben ist, bedeutet, man folgt irgendwie. Keine Ahnung, sowas stelle ich mir damit vor, weil so kommt es mal von mich rüber. Kann sein, dass ich richtig falsch bin, aber... Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich finde schon, in der Nacht hat die Strecke auch was an sich. Es ist zwar so viel dunkel, aber wenn dann was ist, das sieht schon cool aus, so wie die Parkplätze oder so. Ja, hier jetzt dieser Güterhafen oder was auch immer ist, oder Speditionsfirma. Das sieht schon cool aus. Man sieht zwar jetzt nicht die Florida Keys im Grunde genommen, also diese ganze Wasserwege oder so, die man, wenn man tagsüber fährt, aber so diese, man achtet mehr auf die Häuser, die hier rumstehen, auf das, wie die Straßen angelegt sind und sowas. Und da merkt man, das hat sich der Entwickler auch, also der Macher auch
relativ ins Zeug lädt. Auch relativ nice. Und halt eben die Bahnhöfe, die sehen noch cooler aus in der Nacht. Finde ich jetzt mal. Die sehen in der Nacht noch cooler aus als am Tag. Unsere Mission muss ja weitergehen. Eh nicht ausgereicht, um zu halten. Warum tue ich überhaupt? Es hätte eh nicht ausgereicht, um zu halten. Wir wären eh drüber gefahren. Ich habe gerade wieder so dieses leicht komische Surround-Sound. Ich habe hier an meinem Logitech so einen Surround-Sound. Und das ist in Transient leider mal ganz komisch. Ich habe immer meistens auf dem rechten Ohr die Engine und auf dem linken Ohr die Fahrgeräusche. Das ist immer ganz strange. Deshalb schaue ich mich auch öfters um und halt eben irgendwie das mal von der Ohre weg sein, weil wenn ich so jetzt zum Beispiel schaue, ist es beides abgemischt, dann habe ich auf beiden beides. Aber ansonsten ist das immer relativ eklig. Wir müssen bei Meile 1011 anhalten. Ist das des Phones? Schon. Also ob das schon das ist. Ist das das Signal? Das dürfte das Signal sein. Da ist zumindest ins Gelb. Okay, hier ist Gelb. Okay, das Signal ist Gelb. Ich habe hier natürlich hier die Mechanics, dass man das nachschauen gehen kann, aber ich habe erst halt keinen Bock. Irgendwie, keine Ahnung, ich habe da auch noch nicht so das Gefühl auf den amerikanischen Strecken raus, ob jetzt da rot ist oder nicht. Ich kann es nicht einschätzen, wie gesagt, weil ich das Signalsystem noch nicht so ganz durchblicke. Da müssen wir, wie gesagt, mal anschauen. Da bremse ich jetzt lieber ab, ich bin eh viel zu früh. Also, da ich eh viel zu früh bin, also wir sind momentan hier und müssen nur noch bis hierhin fahren. Kommt uns noch ein Zug entgegen, ein Leerzug. Da vorne steht der Plocker. Der Plocker. Der Dash 8. Ja, in Anführungszeichen liegen geblieben ist. Kommt gleich noch ein Kollege entgegen. Sehen noch gar nicht. Eigentlich näher sind es bei der Kollege. Komisch. Komisch! Also, es sieht schon cool aus hier, also mit den jetzt in den Wohngebieten. Oh, Bremse. Das Boot ist cool. Das ist mir, glaube ich, nicht. Ist mir das aufgefallen, als wir das zum ersten Mal gefahren haben? Das sieht cool aus hier mit den Lightning Effects. Ist mir das Boot aufgefallen, als wir zum ersten Mal das gefahren haben? Ich glaube nicht. Interessant. Voll cool. Das ist cool. Ja, die Boote. Muss repariert werden oder gemacht werden. Ich hätte es mir eher repariert. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Oh Gott. Immer wenn ich dann wieder zurück ins Cockpit gehe, habe ich dann gar keine Frames mehr. Da kommt unser Kollege. Achso, ich fahre ja eh unter 45. Muss nicht mal bremsen. Ist das nicht relaxed? Noch nicht mal bremsen muss man da. Da vorne kommt unser gelbes Vorsignal in dem Fall, schätze ich mal. Und dann das nächste dürfte nämlich unser rotes Signal schon sein, an dem wir halten müssen. Wenn man da mal bremst, dann bremst man immer extrem irgendwie. Keine Ahnung. Ganz komisch. Ganz komisch.
Wieder kurz 45. Davon ist wieder alles so rot und dann sieht das für mich immer aus, als ob wir da rot hätten. Aber in Wirklichkeit ist das auf der anderen Seite und die haben dann rot und wir haben gar kein Signal. Zum Glück hat man dann da unten die Anzeige. Ich würde durchgehend auf der Bremse setzen momentan. Weil das dann von Weitem, weil es ja so dunkel ist, als ob der Schein, als ob wir rot hätten. Obwohl da ja gar kein Signal ist. Kommt es mir immer vor, als ob man... Weil wie gesagt, momentan will ich halt eben mehr die englischen und die amerikanischen Strecken oder generell halt eben alles, was nicht in Deutschland ist, mal fahren, weil wie gesagt, ich habe zeitlang echt viel nur Deutsche gefahren und da wollte ich halt eben vielleicht schauen, dass ich mehr wieder mehr in die andere Richtung spiele und halt eben um halt eben mich da wieder zu überspielen regelrecht, um dann halt eben nachher wieder Spaß an den Deutschen zu haben. Momentan habe ich momentan nicht so viel Spaß an den Deutschen. Ich mache zwar, wenn dann mal nochmal ein Add-on rauskommt für den Deutschen, bestimmt wieder ein Video, weil das werde ich mal sicherlich holen, irgendwann spielen, aber also auch ich schätze mal, wenn das Add-on rauskommt, weil ich es dann spielen will, aber so jetzt random, wenn momentan kein neues DLC oder so rauskommt, würde ich, keine Ahnung, vielleicht machen wir noch irgendwann. Das Problem ist, ich hatte eigentlich ein Video für die Trier-Koblenz-Strecke, aber das will es mir irgendwie nicht von Hitbox rüberschieben, warum auch immer. Da muss man schauen, was ich mache, weil ich habe das vergessen mit aufzunehmen. Und da muss ich dann halt immer schauen, was ich da mache. Ob ich das irgendwann mal gebacken bekomme, rüberzuschieben. Und dann endlich ja, dann mal alles Deutsches mal gefahren haben. Ich glaube, also alles, was ich an Deutsche hab, sagen wir mal so. Sicherlich, ich bin ja dann nicht jede Strecke gefahren, aber halt eben das, was ich hab, bin ich dann gefahren. So eine Strecke wie Dresden, Schöner oder so, habe ich nämlich nicht. Worauf ich gespannt warte, ist auf die Strecke Saarbrücken-Trier. Weil, klar, das ist für mich hier eine Heimstrecke. Da ist klar, dass ich die haben will. Und dann halt eben noch... Was war es noch? Eigentlich nichts. Saarbrücken-Trier, das ist momentan so. Und dann wollte ich halt eben einmal so von Trier bis nach Köln durchfahren. Also so ein Szenario an Szenario hängen, sodass man halt eben einmal von Saarbrücken bis nach Köln gefahren ist. Vielleicht sogar bis nach Düsseldorf. Ich glaube, machen wir sogar an dieser Stelle bis nach Düsseldorf. Dass man dann von Saarbrücken nach Trier, von Trier nach Koblenz, von Koblenz nach Köln und von Köln nach Düsseldorf. Und dann immer mit einem anderen Zug. Immer anderes Zug und anderes... für was anderes machen. Sowas habe ich mir dann vorgestellt. Können wir dann machen. Aber dafür muss die Strecke ja erstmal rauskommen. Darauf gedulde ich mich noch. Ich schätze mal, dass sie damit warten bis 2016 oder so. Keine Ahnung. Mal abwarten. Also bis 2016 Game. Weil da ist natürlich nicht drüber dran. Aber ich will auch nicht da hinten stehen bleiben. Deshalb fahre ich die ganze Zeit. Ich habe ja eh noch Zeit. Taste ich mich so langsam ans Rotsignal vor. Weil wie gesagt, ich kann es momentan noch nicht so einschätzen mit der Bremswege und allem drum und dran. Der Zug ist mir zu lang. Bei dem komische Kompi-Hebelzug. Rollen und rollen und rollen und rollen. Aber jetzt stehen bleiben wir stehen. Ja, ziehen wir jetzt die Bremse. Stehen wir und warten darauf, dass wir hier weiterfahren dürfen. Das machen aber nicht wir, das macht dann ein anderer. Wir steigen jetzt hier mitten auf der Strecke aus und sagen, das war's für uns, wir gehen. Aber ich hoffe, der lässt uns jetzt hier nicht bis 23 warten. Das hoffe ich mal nicht, dass er uns irgendeine bestimmte Zeit, irgendwie eine Minute oder so warten lässt.
und dann abschließt. Ah, es ist okay, ja. Dispatcher an K996. Vielen Dank, Kollege. Ich sollte das gleich geregelt haben. Sie haben alles für mich erledigt. Gut gemacht. Also wird jetzt der Dispatcher übernehmen an dieser Stelle. Ja, Gold sogar. Oh, trotz meinem verkackten Abbremsen beim 15er-Speed. Naja, da habe ich noch schnell genug reagiert. Ja. Das war es dann heute mal wieder. Wir waren heute, wie gesagt, auf Miami West Palm Beach Strecke mit der Dash 8. Haben ein paar Steine befördert. In der Nacht, natürlich haben wir nicht so viel gesehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ihr wisst ja, das hilft mir sehr. Und natürlich, wenn ihr das nächste Mal sehen wollt, dann drückt den Abo-Button. Dann seht ihr, wann ich das nächste hochlade. Standardtakt normalerweise bei mir am Montag, Mittwoch und Freitag ein Video. Zwischendurch gibt es immer mal natürlich auch ein anderes Video. Aber gezielt bei mir sind Montag, Mittwoch und Freitag Videos. Und ja, darf ich an dieser Stelle sagen, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.